Mahlzeit, Leute, hier sind wir wieder bei Cyberpunk und ich hoffe mal, das wird nicht so wie das wie letztes Mal, dass die Mission nach 5 Minuten erledigt ist. Ja, ich habe mir auch mal entschieden, mal eine richtige. Karre da, wenn ich hier vorfahre. Was geht? Niemand da, dieser Job. Manchmal heißt's schnell hin und warten. Dieses Scheißland. Was mache ich nur? Sag mal, hat Samurai hier nicht den ersten Gig gespielt? Was für ein Abend. Legendär. Ja, ja. Es war so laut, dass alle Fenster rausgeflogen sind. Und seit dem Konzert dürfen wir auch keinen nackten Fans mehr bedienen. Wir haben ein Gericht nur für Samurai-Fans. Spare Ribs à la Silverhead. Nicht billig, aber danach explodieren nämlich auch noch die Finger. Jetzt haben wir gewartet. Und haben sie hier alles bis morgen gefüllt, oder was? Hey, wie? Wie? Ich hab was für dich. Falls du es nicht wissen solltest. Die hat mal Silverhand gehört. Fuck, Nancy hat's echt drauf. Flüster ihr einfach mal Mikoshi ins Ohr. Dann sind wir fein raus. Wie fühlst du dich so kurz vor der Show? Schräg. Als ob ich gleich so tue, als ob ich wäre. Und ohne Johnny? Hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber der Bastard fehlt mir. Ja, schön. Sagst du mir, was damals mit Henry passiert ist? Das ist Vergangenheit. Ist ständig in Scheiße geraten und ich musste ihn wieder rausholen. Du warst es leid, dir ständig die Hände schmutzig zu machen? Falsch. Ich hatte ihm einen Gig mit einer guten Band klargemacht. Er wurde clean. Alles lief großartig für ihn im Leben. Darum hat er mich aus seinem Leben gekickt. Ah, okay. Was ist dann passiert? Stehst du auf Drama? Er war mit seinen neuen Leuten einen Monat feiern, ohne mich. Dann haben sie ihn rausgeschmissen, weil es wieder ausuferte. Hab ihn auf der Straße getroffen, total fertig. Hat mir sogar eine Ohnmacht vorgetäuscht, um mich rumzukriegen. Was hast du gemacht? Hab ihn dagelassen. Und dafür gesorgt, dass er mich nicht mehr findet. Sagst du mir, was damals mit Henry passiert ist? Das ist Vergangenheit. Er ist ständig in Scheiße geraten. Oh, und ich ja, er hat mir auch schon. Du warst es leid, dir ständig die Hände schmutzig zu machen? Falsch. Ich hatte ihm einen Gig mit einer guten Band klargemacht. Er wurde clean. Alles lief großartig für ihn im Leben. Darum hat er mich aus seinem Leben gekickt. Ah, okay. Er brauchte dich nicht mehr. Eine Weile. War einen Monat mit seinen neuen Leuten feiern. Dann haben sie ihn rausgeschmissen. Oh ja. Ausuferte. Hab ihn auf der Straße getroffen, total fertig. Hat mir sogar eine Ohnmacht vorgetäuscht, um mich rumzukriegen. Was hast du gemacht? Hab ihn dagelassen. Und dafür gesorgt, dass er mich nicht mehr findet. Danke, dass du den Gig organisiert hast. Ach komm. Carrie konnte sich ohne mich nicht mal am Arschloch kitzeln. Silverhand war sicher nicht anders. Ach, schlimmer. Carrie hat wenigstens getan, was ich wollte, ohne mich zu nerven. Ja, Tony. Wo ist Carrie? Sollte gleich hier sein. Er meinte, du spielst wirklich gut. Ich hoffe, das stimmt. Gibt nämlich keine Generalprobe. Klar, wollen die Menge ja nicht enttäuschen. Ganz ehrlich. Ich weiß gar nicht, was das für Leute sind. Laufpublikum.
Carrie wollte nicht, dass das die Runde macht. Naja, das wird sich noch zeigen. Meinst du, die Medien haben Wind bekommen? Garantiert. Hyänen. Mach dir besser um Henrys Ersatz Sorgen. Carrie hat Rosen von Cutthroat an Bord geholt. Hab ihn schon spielen gesehen. Und? Hat er was drauf? Er ist okay. Okay halt. Du bist das Überraschungspaket. Ich. Zeit. Sei unauffällig. Und wenn ich wieder Blut spucken muss? Reiß dich zusammen. Das ist Carries große Nacht. Hab das Gefühl, Nancy glaubt, ich kann nicht mit ihnen mithalten. Naja, zu Recht. Ready to thrash. Weiß nicht. Vielleicht ist das eine schlechte Idee. Das wird dir jetzt sein? Es wird schlimmer. Vielleicht ist der Gig es nicht wert? Gut, geh du spielen. Ich lehne mich zurück und wisch mir das Blut aus den Ohren. Ja, ja, schon gut. Viel Spaß. Ob das so gut ist, wenn das schon das so... Und wieder da. Ja, drehen wir auf. Da bist du ja. Das ist Drowson. Und Cutthroat. Hey, bin ein Riesenfan. Du auch? Hab alle Alben, ich meine, ich hätte nie gedacht. Shu, er ist wie du nur ein Fan. Wenn du mit einem Star reden willst, red mit mir. Und hör auf zu zittern. Ich glaube, ich zittere fast noch schlimmer. Lampenfieber oder meinetwegen? Fick dich. Hab dich auch vermisst. Also gut, ziehen wir es durch. Okay, mal gucken, was das jetzt wird. Okay. Okay. Okay, muss ich doch was machen nebenbei hier.
Und ich kann mich bewegen. Ah, yeah, baby. Schön. Alter, das ist so abgefuckt. Was denn? Ich war richtig aufgeregt vor dem Auftritt. Als hätte ich was zu beweisen. Mir, dir, wem auch immer. Aber aha. Ich hatte einfach nur Spaß. Mehr nicht? Würdest du das nochmal machen? Oh. Nein. Das war genug. In dem Fall. Hier. Nimm. Als Andenken. Bist du sicher? Ohne dich spiele ich nicht. Wäre einfach nicht dasselbe. Ha. Netter Versuch. Aber ich spiele auch ohne dich. Naja. Johnny! Oh. Ist weg, oder? Ja. Aber er kann dich noch hören. Danke. Aber ich bin nicht in der Stimmung für schwebende Tische und Stimmen aus dem Jenseits. Nee, bist du nicht. Vielleicht solltest du das besser an dich nehmen. Ja. Wie war der Gig? Ziemlich geil. Samurai war wie neu geboren. Schade, dass ich's verpasst hab. Naja, kannst ja mich live sehen. Was für ein schönes Geschenk. Damit wollte ich Johnny erschießen, als er bei mir eingebrochen ist. Mit anderen Worten, mich. Ja, und davor... Ach, vergiss es. Mhm. Cool. Fühl mich, als wäre ich nach 50 Jahren Schlaf endlich aufgewacht. Dann mal zurück an die Arbeit. Pass auf dich auf, wie. Wir bleiben in Kontakt. Okay. Und? War nicht so schlimm, oder? So schade, dass Carrie weg ist. Musste wohl dringend was erledigen. Schreibt sicher schon an seinem nächsten Song. Das wolltest du doch, oder? Dass es ihm besser geht? Besser, aber nicht so gut. Johnny, verlass mich nie wieder. Ohne dich kann ich nicht leben. Ein bisschen davon hätte nicht geschadet. Ich hoffe, das war dein letzter Wunsch. Ja, jetzt kannst du machen, was du willst. Ich muss mit Hanako reden. Schnell. Okay. Deine Entscheidung. Gehen wir. Okay. Alter, Scheiße, sowas habe ich noch nie gehört. Scheißland. Und das wirst du auch nie wieder. Und? Wie war ich? Beinahe zu. Ich frag mich nur, wo Carrie dich die ganze Zeit versteckt hat. Nie noch nach hier. Nein, ich hab zu doll angeschlagen. Du warst super! Nach Chippin' In war ich verstimmt. Keine Sorge, fällt beim Bass eh nicht auf. Ich auch mal. Du warst cool. Wow! Das habe ich noch nie nach einem Gig gehört. Danke. Hattest du Spaß? Auf jeden. Carrie will mich sogar dafür bezahlen. Geil. Schön. Was geht? Ja, mal gucken, wie spät es ist. 0 Uhr. Also, da hinten ist was, da hinten ist wer. Wer seid ihr? Der
Was? Wer will googeln? Aber ich muss noch mal warten. Noch mal, sagen wir mal 23 Stunden. Ja, jetzt haben wir wieder mal nichts zu tun. Es sei denn... Nö. Doch, hier ist wieder... Der komische Automat ist wieder da. Ach, Mann. Ja, oh, nicht mehr los. Keine Bandenkriege, keine Leute mehr, die man abknallen kann. Oh. Alle vertrieben hier. Von der Polizei kriegt man keine Waffen, keine Kohle. Rogue steht immer noch hier. Danke, wie? Puh, ich hatte solche Angst. Harry? Ich dachte, er bemalt mich mit gemeinen Sprüchen. Die Demütigung. Ach ja. Wie diesmal? Jetzt, wo wir so viel zusammen durch haben, sind wir echte Freunde. Hab keine Ahnung, wie das bei euch läuft. Danke, Brandon. Kein Ding. Du hast ihn dir verdient. Stell dir einfach vor, Johnny wäre nur ein Passagier. So nett. Nicht zu jedem. Ich könnte nicht gemein sein, selbst wenn ich wollte. Besonders egal. Zu dir. Ich sitze hinterm Steuer. Kälte sagt man nichts Schlechtes, so soll es auch bleiben. Alles klar. Du reichst auch. Ich meine. Geht's um was Bestimmtes, Carrie? Hab nen Job. Ein von der Sorte gemacht ist für dich. Lass uns Ecke Gray und Malagra treffen. Früh morgens. Cool. Moment. Was? Du solltest nicht hier sein. Und bist es dennoch. Wie eine Störung im System. Oder ein Demon, programmiert von einem brillanten Netrunner. Du weißt doch, wozu Demons fähig sind. Oder wie? Wo? Woher weißt du das? Überrascht? Viele Leute kommen zu mir. Ich höre ihnen zu und lerne, wie sie reden. Ich habe ein paar Mal deinen Namen gehört, das Puzzle zusammengefügt. Nicht schlecht für eine einfache SBEM. Oder? Hör zu. Wir reden später, okay? Bis dann, Brandon. Okay.
Warum war hier so ein verzerrtes Bild? Das geht mir gerade ein bisschen auf den Sack. Ach klar, hier hinten. Also dahin, mal gucken, was er jetzt für mich hat. Hier, das ist Nova. Steig ein, wir machen eine kleine Rundfahrt. Als ich dich da neulich gesehen habe, dachte ich nur, der Typ hat echt Eier. Und für diesen Job hier brauche ich jemanden mit richtig dicken Teilen. Okay. Hoffentlich kann er sich bei all den Hoden-Fantasien noch aufs Fahren konzentrieren. Carrie hat ständig Unfälle gebaut. Ist das deine Karre? Um Gottes Willen, nein. Geliehen. Können Sie also ruhig schrotten. Das ist der Plan? Fuck, wusste ich's doch. Womit können meine Eier dir denn heute dienen? Ein paar Leute in dieser Stadt sind komplett durchgedreht. Das kann sein. Lässt mir dieses Drecksloch, das wir zu Hause nennen, wieder zu richten. Aha. Und wie genau mache ich das? Kennst doch diese Girl Group Us Cracks, oder? Drei Mädels aus Japan, Elektro-Pop-Scop. In Asien der Hit, aber wer ist das nicht? Jetzt haben sie jedenfalls eine N-USA-Tournee geplant und wollen als Promo meinen Song covern. Kannst du das fassen? Sowas lasse ich nicht mit mir abziehen. Okay, wie lautet der Plan? Truck mit ihrem Equipment kommt hier lang. Hab einen Tipp bekommen. Wir machen's oldschool und sprengen das Scheißteil. Ohne Gier müssen die Schlampen ihre Konzerte absagen. Carrie löst seine eigenen Probleme? Früher hat er immer seine Anwälte alles regeln lassen, während er seinen Arsch am Pool gesonnt hat. Muss wirklich was richtig Abgefucktes sein. Wir sind gleich da. Okay, wir jagen irgendwas hoch für irgendwie. Ich glaube, ich hätte mit dem Automaten, mit ihnen vorher telefonieren sollen und dann mit dem Automaten erzählen sollen. Kofferraum. Nimm raus, was drin ist. Nicht schlecht. Ziemliches Arsenal. Wir kämpfen für Freiheit. Künstlerische Freiheit. Na los, fangen wir an. Ich weiß doch, wie Carrie tickt. Hier geht's um was anderes. Aye, aye, Sir. Wusstest du, dass sie genau hier Ivy Coma getötet haben? Die DJ? Ein getarnter AV ist ihrer Limo gefolgt. Ist nicht viel von ihr oder der Limo übrig geblieben. Dabei war sie gar nicht das Ziel. So ein Biotechniker-Anzug war damit beschäftigt, ihr die Muschi zu lecken, als gefeuert wurde. So wurden die Leichen gefunden.
Okay, cool, gut zu wissen. Leg sie hier raus. Okay, verstecken, schnell! Okay, das ist jetzt nicht schnell. Und jetzt? Jetzt warten wir. Automatisierte Module, hohle Nägel für bessere Fahrzeugkontrolle. Standardmäßige Polizeitech, die Granaten auch. Wo hast du das Zeug her? Da, wo man auch Designerdrogen, unpatentierte Audiovox und frische Yubaris herkriegt. Schwarzmarkt? Nö, Fans. Ah, okay. Da ist er, auf die Minute. Ich schnapp mir den Fahrer, du seinen Schuh. Die müssen raus aus dem Truck. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Was zur Hölle soll das? Raus auf den Boden. Ende da, wo ich sie sehen kann. Steigt aus. Schön ruhig, kein Scheiß. Dann passiert nichts. Falscher Truck! Scheiße, wir sind nicht! Ich hab gesagt, ruhig. Und jetzt runter auf den Boden. Zum letzten Mal. Hey Mann, runter mit der Waffe. Lass uns reden. Nicht ein Wort. Es ist gleich vorbei. Na, verdammte Scheiße. Die ID-Karte, schnapp sie dir. Halt still. Mach hinten auf. Mach keinen Scheiß. Was ist drin? Mund halten, Leute. Hier wird nicht gequatscht. Das Zeug ist mehrere hunderttausend wert. Wollen wir es nicht lieber klauen? Vergiss es. Ich hab noch nie im Leben was geklaut. Ist das ein scheiß Lügner? Damals hat er mir immer meine Seiten geklaut. Der Bastard hatte nie seine eigenen. Gut, Freunde. Und jetzt rennt und guckt nicht zurück. Ich sagte, ihr sollt euch verpissen, verdammt! Und nun zum großen Finale. Hier soll nur noch eine schwelende Pfütze aus Chrom und Plastik übrig bleiben. Du bist der Boss. Lass ihn brennen! Okay. Fuck yeah! Du bist ein guter Komplize, wie... Respekt, Carrie. Das war nur ein Truck voll Ramsch für japanische Plastikpuppen. Und er könnte genauso gut einen Popcornstand hochjagen. Aber trotzdem ein Riesenschritt. Ich erkenne den Bastard kaum wieder. Brennt ganz schön hell. Das gebe ich zu. Aber was hast du eigentlich davon? Wenn die kleinen Schlappen auf meinem Rücken zum Ruhm reiten wollen... Haben sie sich geschnitten? Weißt du, was ich opfern musste, um es so weit zu bringen? Was ich für den Erfolg bezahlt hab? Und diese 10 Annie-Huren klauen meinen Song und denken, ich lass das zu? Diese ignoranten Fotzen! Ja, Erfolg. Immer ein Wunderpunkt für Carrie. Nichts hat sich geändert. Okay, ja. So macht man in Night City Geschäfte. Respekt, Carrie. Endlich verstehst du mich. Danke. Ja. Cops, hauen wir ab. Fahr du, schaff sie uns vom Arsch. Ich hab hier 1000 Flimmern und ich soll vorne. Was ist denn für Verfolger? Oh,
Scheiße. Das letzte Mal, dass ich vor Cops geflohen bin, war 2020. Mit Johnny. Obwohl wir total zugedröhnt waren, haben die Bullen uns nicht erwischt. Diese Deppen haben keine Chance. Nicht billig, aber jeden Eddie wert. Gute Arbeit. Noch habe ich keinen Eddie gesehen. Okay. Lass mich an der Canitas raus. Da bin ich ja schon halb richtig geflogen. Das ist für eine Rutzkarre eigentlich, ey, Junge. Cary Eurodyne ist in so einer Drecksbude? Chumbata. Hier gibt's den besten Kaffee der Stadt. Zäh wie Teer. Und Stammkunden kriegen das ungespritzte Zeug. Komm, cool. Ich lade dich ein. Wow, Kaffee mit einem Rockstar? Na gut, einmal ist immer das erste Mal. Mit den Eddies hätten wir hier. Am Anfang von Samurai ging jeder Eddie für Gitarren und Saiten und ja, so drauf. Klar. Stimmt. Weißt du? Hey, Rachel! Morgen. Ich kenne diesen Laden, diesen Geruch. Aber woher? Hätte ein ganz ruhiger Tag werden können. Wir waren total pleite. Sind aber trotzdem jeden Tag über die Straße zu Caliente gegangen. Okay. Vollgefressen und literweise Kaffee gesoffen. Johnny meinte, so hungrig und high wie wir waren, hätten wir sogar die Pappkartons der Penner draußen gefressen. Was natürlich nicht stimmte. Das übliche, Mr. Eurodyne? Doppelter Espresso. Jamaika Blend. Schwarz, kein Zucker. Kein Problem. Und für dich? Dasselbe wie ihr. Gern. Bin gleich wieder da. Okay. Scheiße, ich komme gerade erst runter. Wow, war das irre. So habe ich mich seit Memphis nicht mehr gefühlt. Letzte Tournee, letztes Konzert, die kreischende Menge, ich auf der Bühne. Fuck, musste gerade wieder an die Fotzen von Asterix denken. Glaubst du, das war's? Ja, mal einen Kaffee trinken. Du hast echt einen Hass auf die, oder? Hä? Guck mal. Unerträglich. Die Scheißnummer ist ihr größter Hit. Jeder könnte solche Hits landen. Selbst du. Meine Meinung? Das stinkt alles nach einem fetten PR-Stunt. Nein, absolut nicht. Komm schon. Woher wusstest du, wo der Truck mit dem Zeug von ein paar Asia-Puppen ist, die deinen Song covern? Saftiger Skandal für die Presse. Im besten Fall spielst du wissentlich mit. Im schlimmsten wirst du nur manipuliert. Ah, fuck. Hoffentlich irrst du dich. Sonst hätte Johnny recht gehabt. Von Anfang an. Was sollte Johnny damit zu tun haben? Ja, freu mich auch. Er
Er meinte, ich würde Samurai fürs Geld verlassen. Und den Ruhm. Was nicht stimmte? Nee, stimmte, gebe ich zu. Aber er meinte auch, ich würde mich zur Konzernhure machen. Und gegen den Vorwurf wehrst du dich? Noch. Aber noch. Das mit Ascrax. Was, wenn ich auch nur ein Produkt bin, wie diese Puppen, in dreckigem Geld ertrinke, statt drin zu schwimmen? Hör mal, auch wenn ich dich nicht wirklich gut kenne, weiß ich, du hast die Seele und die Eier eines Rockstars. Danke. Diese Stadt verzeiht nichts. Sie schluckt alle. Aber du hast überlebt. Noch. Er wollte ja auch schon umbringen, also neu. Könntest recht haben, Mann. Ich muss los, wie. Danke für... Weißt schon. Keine Ursache. Okay. Automaten gibt's nicht. Ja. So, hinter mir ist irgendwo... Hinter mir? Gehe ich jetzt richtig? Polizei, klasse. Okay, okay, okay. Mal gucken, was jetzt hier kommt. Komischen Automaten. Warte, wo ist Brent? Sie sind gekommen und haben ihn mitgenommen. Meinten, sie müssten seinen Code durchschreiben. Ich wollte das nicht. Ich habe ihnen gesagt, er ist mein bester Freund. Die haben geguckt, als wäre ich verrückt. Wenn sie nur mit ihm geredet hätten, dann hätten sie gemerkt, dass Brandon nicht einfach bloß eine Maschine ist. Ich wusste, ich bin nicht die Einzige. Er ist wie ein echter Mensch. Die Typen haben ihn irgendwo zur Wartung gebracht. Einem habe ich wohl leid getan. Er hat mir seine Karte gegeben. Ich bitte dich, bring ihn zurück. Ich brauche ihn. Okay. Bring für irgendwen einen Automaten zurück. Also Leute, somit bis zum nächsten Mal einen Automaten retten. Macht's gut.